Ja, mir lasse die Wärme nicht einfach so irgendwo verfallen. Wir nutzen die Wärme, die eben entsteht. Und dadurch haben wir eigentlich eine hundertprozentige Auslastung der Energie, die wir produzieren. Morgen, schön euch wiederzusehen. Hallo, hallo. Aber grüß dich, willkommen bei uns auf dem Betrieb. Schön, dass du da bist. Meine Frau und die Kinder müssen jetzt leider gleich wieder in den Kindergarten. Amigis. Tschüss. 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 Wir sind ja hier jetzt auf deinem Familienbetrieb, ein typischer Familienbetrieb in dieser oberschwäbischen Landschaft. Erklär mal kurz, was ist dein Betrieb, was machst du und was macht ihn auch besonders innovativ? Wir sind ein Biogasbetrieb. Wir haben seit 2005 eine Biogasanlage, wo wir eben vor Ort mit Navaros Strom und Wärme produzieren und die Wärme auch vor Ort an Haushalte auch abgeben oder an die Gemeinde. Und seit letztem Jahr haben wir noch eine Biogasaufbereitungsanlage dazu bekommen, wo wir aus dem Biogas CNG produzieren können, um das dann wiederum für den ÖPNV oder auch für einen eigenen Betrieb vertanken können. Wie seid ihr hier in die Nachbarschaft, in die Gemeinde eingebunden als Betrieb? Ja, wir sind eigentlich recht gut eingebunden, da wir ja die Wärme von der Biogasanlage zum Teil an Wohnhäuser, an Privatpersonen verkaufen, aber auch an die Gemeinde selber, die damit Schule und das Rathaus beheizt zum Beispiel oder auch die Altenheime. Und deswegen haben wir eigentlich relativ enge Verbindungen, auch mit Landwirten aus der Umgebung, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten. Und genau deswegen sind wir eigentlich sehr gut vernetzt. Die Nachbarschaft profitiert vom Betrieb? Auf jeden Fall. Und jetzt zeige ich dir die Biogasanlage. Wir haben seit letztem Jahr eine Biogasaufbereitungsanlage, wo wir einen Teil unserer Biogasmenge zu CNG aufwerten und das dann für den ÖPNV direkt hier am Hof vertanken, aber auch für die eigene Maschine, die wir aktuell besitzen. Ihr produziert Strom und Wärme? Wir produzieren eben seit 2005 ausschließlich Strom mit BHKWs. Die produzieren aber natürlich auch Wärme und die Wärme nutzen wir natürlich, um verschiedene Häuser oder auch von der Gemeinde Gebäude zu heizen. Warum ist das besonders nachhaltig? Was ist da der Hintergrund? Ja, wir lassen die Wärme nicht einfach so irgendwo verfallen. Wir nutzen die Wärme, die eben entsteht und dadurch haben wir eigentlich eine hundertprozentige Auslastung der Energie, die wir produzieren. Also, dann gehen wir jetzt mal zu der Aufbereitungsanlage hin. Genau, ich zeig sie dir. Ja. Komm mit. Wir nehmen hier jetzt eben einen Teil des Biogases, das wir hier produzieren, und bereiten es auf. Das heißt, wir reinigen es, weil Biogas hat in der Regel 55-60% Methan. Für CNG benötigen wir aber mindestens 97% Methan. Und warum ist das so nachhaltig, sogar klimaneutral? Erklär mal. Das Gas, das wir fürs CNG nutzen, das produzieren wir rein aus Rinder, Gülle und Mist. Und diese Gülle würde theoretisch bei den Milchviehbetrieben ein halbes Jahr oder länger einfach lagern und liegen. Und dadurch entsteht auch CO2. Und so weit lassen wir es gar nicht kommen. Wir holen die Rindergülle relativ frisch hier an Biogasanlage und produzieren damit das Biogas und verhindern da schon den CO2-Ausstoß. Und für wen produzierst du das Gas? Das Gas wird hauptsächlich von ÖPNV, also von Busunternehmer, hier vor Ort produziert. Der fährt hier die Strecke immer hin und her und tankt einmal am Tag seine zwei Busse, die er aktuell besitzt. So, jetzt haben wir die bisherigen Anlagen gesehen, aber ihr habt weitere Pläne. Wir haben ja Mutterkuhhaltung, haben aber aktuell die Tiere zum Teil ausgelagert, weil wir am Betrieb keinen Stall mehr haben. Deswegen war unser Plan, hier einen Stall hinzustellen, wo wir die Tiere eben dann im Winter oder bei schlechten Wettersituationen einfach in den Stall reinbringen können. Auf dem Stall wollen wir dann Photovoltaik errichten und auf der Weide nebendran Agri-PV-Anlage. Erklär mal kurz Agri-PV, also Lebensmittel und erneuerbare Energie, oder? Bei Agri-PV geht es darum, Solaranlage auf einer Fläche zu bauen. Das funktioniert bei uns hier auf der Weide ganz gut. Man muss die Photovoltaik ein bisschen höher setzen, damit die Rinder einfach darunter noch wie vorher gehabt grasen können. Also folglich keine Konkurrenz zwischen erneuerbarer Energie und Lebensmittel. Genau, richtig. Das ist eine Symbiose. So, und was hat das Ganze jetzt mit dem Neubaugebiet, mit der Nachbarschaft zu tun?
Das Neubaugebiet, das hier oben entsteht, wird an unsere Fernwärmeleitung angeschlossen. Das heißt, die Wärme, die hier produziert wird an der Biogasanlage, wird dann direkt zu den Häusern beliefert. Und diese Häuser werden dann ausschließlich aus der Biogaswärme beheizt. Also am Ende eine hundertprozentige Selbstversorgung. So, und jetzt zeige ich dir, was wir mit dem Rest von unserem Biogas machen. Wunderbar. Philipp, hallo. Christoph Bühler, Norbert Lenz. Hallo, Lenz. Freut mich, dass Sie gekommen sind zu uns. Projekt Neobus, tolle Sache. Finde ich super, dass Sie uns da besuchen. Ja, freue mich auch, dass ich hier sein kann. Vielleicht erklären Sie mir einfach mal ein bisschen Ihre Kooperation zwischen Ihnen beiden. Ja gut, ausgelöst worden ist es durch den Philipp. Er kam auf mich zu. Es gibt ein Projekt vom Landwirtschaftsministerium in Baden-Württemberg. Würde eine Biogasanlage und er sucht jemanden, der einfach dann Biogas abnimmt. Für den Bereich Mobilität. Also wir tanken jetzt jeden Tag einmal mit diesem Bus und das ist eigentlich recht gut von dem her. Und was ist jetzt deine Rolle, Philipp, bei dem Projekt? Also bei dem Projekt ist eigentlich unsere Rolle, dass wir das Gas produzieren, dass wir das Gas aufbereiten zu CNG und dann eben an der Zapfsäule einen Herr Bühler zum Bus vertanken können. Ja, vielen Dank, dass Sie mir das erklärt haben. Ich würde sagen, jetzt schauen wir uns das mal im Bus direkt an. Und dann schauen wir uns an, wo das Gas auf den Äckern herkommt. Ciao, Christoph. Danke. Ciao, danke. Ciao. Ja, und was könnt ihr für uns tun, die investieren wollt in Innovationen, in Nachhaltigkeit, in Umweltschutz? Was kann die EVP da tun? Ich glaube, es ist klar geworden, dass dieser Transformationsprozess Geld kostet, also viele Investitionen notwendig macht. Schon in der Vergangenheit gab es Investitionsförderung, aber da sind mehr Mittel in Zukunft notwendig. Dafür setzen wir uns als EVP ein. Ja, dann danke Norbert, dass du heute da warst, dass du dir die Zeit genommen hast, um unseren Betrieb anzuschauen und dir angehört hast, was uns so bedrückt und was unsere Sorgen sind und was ihr dann für uns machen könnt in Zukunft. Vielen herzlichen Dank, Philipp, dass du deinen Hof geöffnet hast. Alles Gute und bis bald. Danke, tschüss. Die Landwirtschaft ist nicht das Problem, sondern Teil der Lösung, was Klimaschutz und Artenvielfalt betrifft. Philipp ist ein gutes Beispiel dafür. Er arbeitet in Kreisläufen, stellt Lebensmittel her und erneuerbare Energien. Wir müssen die Landwirte in der EU auf diesem Weg unterstützen. Wir als EVP tun das.